Wir haben dieses lineare Gleichungssystem in Matrix-Schreibweise und das Ganze soll mithilfe des Gauß-Verfahrens gelöst werden. Damit wir hier eine Stufenform hinbekommen, die uns auch optisch weiterhilft, können wir erstmal ein paar Zeilen tauschen. Wir machen das so, dass wir als erstes wollen, dass die zweite Zeile wird die neue erste Zeile und die dritte Zeile die neue zweite Zeile. Übrig bleibt, dass die erste Zeile die neue dritte Zeile wird. Dann steht hier 1, 1, 1, 0. In der zweiten Zeile haben wir dann 0, 1, 1, 0. Und in der dritten Zeile haben wir 1, 1, 0, 3. Damit hat sich sozusagen erstmal in dem Gleichungssystem außer in der Reihenfolge nichts geändert. Wir haben allerdings schon eine Stufe hier drin. Zumindest ansatzweise. Es geht jetzt noch darum, diese letzte Zeile so zu verändern, dass hier vorne auch eine 0 steht. Und dafür nehme ich die dritte Zeile, ziehe davon die erste Zeile ab und erhalte die neue dritte Zeile. Das sieht dann so aus. An der ersten Zeile haben wir nichts verändert, die bleibt stehen. Auch an der zweiten Zeile haben wir nichts gemacht, die bleibt so stehen. Dritte Zeile, 1 minus 1 ist 0, 1 minus 1 ist 0, 0 minus 1 sind minus 1 und 3 minus 0, das sind 3. Damit haben wir unser lineares Gleichungssystem schon in einem Schritt in die Stufenform gebracht. Denn wo sind unsere Stufen? Hier sind sie. Jetzt geht es darum, diese Variablen jetzt zeilenweise auszurechnen. Wir fangen an mit der dritten Zeile. Dort steht minus z ist gleich 3. Und das ist der Fall, wenn z gleich minus 3 ist. Der Rechenschritt dazu wäre geteilt durch minus 1. Weiter geht's mit der zweiten Zeile. Dort steht y plus z ist gleich 0. Ich setze für z die minus 3 ein, dann steht hier y minus 3 ist gleich 0. Ich möchte, dass es y alleine steht, rechne plus 3, dann kommt hier für y gleich 3 raus. Letzter Schritt, erste Zeile. Hier steht x plus y plus z ist gleich 0. Ich setze die Werte ein, die ich für y gefunden habe und für z. Steht hier plus 3 minus 3 ist gleich 0. Aus plus 3 und minus 3 wird 0, sodass hier übrig bleibt x gleich 0. Die Lösungsmenge dieses linearen Gleichungssystems lautet also: erster Wert, x ist 0, y ist 3 und z ist minus 3.